Herzlich willkommen zum Video-Tutorial für Fortgeschrittene Teil 4 zur Nutzung der EcoBox-Software. Nehmen wir unsere Bemessung des Eckbalkons aus dem Video Teil 3 als Grundlage. Im letzten Video haben wir ein Regenfallrohr eingefügt und die Anschlusslänge der EcoBox verändert. Nun wollen wir den Eckbalkon weiter verändern und Stützen und Aufkantungen einfügen, um die Warnung zur Durchbiegung zu vermeiden. Merken wir uns jedoch vorab unser Eigengewicht mit 5,3 kN pro Quadratmeter und das Gesamtgewicht von 127,8 kN. Beginnen wir zunächst mit einer Stütze. Hierzu wechseln wir auf den Reiter Anschlüsse/Auflager. Es besteht neben dem Hinzufügen der EcoBox auch die Möglichkeit, ein Punktlager oder ein Linienlager zu ergänzen. Für eine Stütze verwenden wir den Befehl Punktlager hinzufügen und setzen das Lager ca. 20 cm vom Knoten 7 entfernt. In der Detailansicht erscheint jetzt ein Punktlager. Durch die nun vorhandene Stütze benötigen wir kein Element zur Übertragung von Momenten und Querkräften. Um dies anzupassen, wählen wir den Anschluss 3 in der Detailübersicht aus. Hier besteht im untersten Dropdown-Feld eine Auswahl des Freiheitsgrades. Im Dropdown-Feld stehen drei Anschlussarten zur Verfügung. Neben dem Anschluss für Moment und Querkraft gibt es auch die Auswahlmöglichkeiten Querkraft und Querkraft ohne Druckeinleitung. Querkraft ohne Druckeinleitung findet nur bei gegenüberliegenden EcoBox-Anschlüssen, zum Beispiel bei Lodger-Plattenverwendung, um Zwängungen aufgrund von Wärmeausdehnungen zu vermeiden. Das System funktioniert jedoch nur, wenn auf der gegenüberliegenden Seite der Lodger-Platte eine EcoBox zur Übertragung von Querkräften vorhanden ist. Eine EcoBox für Querkraft kann auch die im Anschluss entstehenden Horizontalkräfte über ein Drucklager einleiten. Die im Anschluss der EcoBox Querkräfte ohne Druckeinleitung vorhandenen Horizontalkräfte müssen daher über ein bauseits vorzusehendes Zugband auf das gegenüberliegende EcoBox-Element zur Übertragung mit Querkräften umgeleitet werden. Zur genaueren Erklärung zum Anschluss von Loggia-Platten möchten wir Sie auf die technische Broschüre der EcoBox verweisen. In unserem Fall haben wir nur eine Stützlagerung, also keine gegenüberliegende EcoBox, sodass unsere Wahl auf Querkraft fällt. Somit haben wir die EcoBox im Anschluss 3 als EcoBox zur Übertragung ausschließlich von Querkraftelementen definiert. Nehmen wir an, der Architekt hat sich dazu entschieden, eine massive Brüstung anstatt eines leichten Geländers zu wählen. Hierzu könnten wir im Reiter Lasten das Gewicht des Geländers in der Detailübersicht ändern. Wählen wir zur Veranschaulichung das Geländer Nummer 1 aus. Hier können wir ständige und veränderliche Lasten in horizontaler Richtung als auch in vertikaler Richtung eingeben. In unserem Beispiel wollen wir die Brüstung jedoch als Aussteifung ansetzen, um die noch immer große Verformung etwas zu reduzieren. Daher wechseln wir auf den Reiter Geometrie. Hier sind neben den uns bereits bekannten Befehlen Knoten hinzufügen und Aussparungen auch Aufkantungen auswählbar. Drei Möglichkeiten stehen zur Verfügung: die rechteckige Aufkantung, die runde Aufkantung und die Randaufkantung. Da wir eine massive Brüstung erzeugen wollen, bietet sich der Befehl Randaufkantung an. Nach Auswahl dieses Befehls können wir alle Kanten, an denen die Brüstung liegen soll, anklicken. Sofort erscheint unten in der Detailbeschreibung unsere neu gesetzte Aufkantung. In diesem Zusammenhang möchten wir erwähnen, dass an den Seiten, an denen eine EcoBox eingeplant ist, keine Randaufkantung gesetzt werden kann. In diesen Bereichen müssten wir eine rechteckige Aufkantung wählen. In unserem Beispiel benötigen wir jedoch bei der EcoBox keine Aufkantung. Die neu eingegebene Aufkantung wird aktuell mit einer Dicke und Höhe von 5 cm ausgewiesen. Dies erhöhen wir jeweils auf 15 cm Dicke und 90 cm Höhe. Wir können wieder beobachten, wie sich die Form der Brüstung im Grundriss ändert. Eigentlich müssten wir die vertikalen Lasten aus dem Geländer noch reduzieren, doch für unser Beispiel sparen wir uns diesen Schritt. Die horizontale Last müssten wir als Anprallast ohnehin belassen, denn diese wird bei der Eingabe der Aufkantung nicht berücksichtigt. Prüfen wir nun unsere Bemessung und führen eine Berechnung durch.
Als fortgeschrittene Anwender unserer Software kennen Sie bereits diese Arbeitsschritte. Wir stellen fest, dass auch die am Anfang des Videos angesprochene Warnung zur Durchbiegung verschwunden ist. Prüfen wir abschließend unter dem Reiter Lasten, ob sich das Eigengewicht verändert hat. Erinnern wir uns, das Eigengewicht betrug vor Einbringung der Randaufkantung 5,3 kN pro Quadratmeter und das Gesamtgewicht 127,8 kN. Jetzt sind die Gewichte auf 7,4 kN pro Quadratmeter bzw. 179 kN gestiegen. Aber auch hier gilt, wie beim Setzen von Aussparungen, dass das charakteristische Eigengewicht nicht über alle Bereiche gemittelt angesetzt wird, sondern nur zur Veranschaulichung dient. Generell werden die Lasten dort berücksichtigt, wo sie in der Eingabe angesetzt werden. Zur besseren Visualisierung wechseln wir mit Hilfe des Würfels in die Perspektive und gehen zurück zur Ergebnisübersicht im Reiter Berechnung. Bleibt noch der Ausblick auf das nächste Video. Im Video Teil 5 wollen wir uns die Ausgabemöglichkeiten noch einmal genauer anschauen. Wir hoffen, Sie sind auch dann wieder mit dabei.